Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 19. Februar. Heute haben wir dabei Spotify, Facebook, SpaceX, Vodafone und Microsoft Office. Beginnen tun wir mit Spotify. Die haben ja in letzter Zeit enorm in den Bereich Podcast investiert und haben es somit geschafft, auch genau diesen Bereich innerhalb von Spotify um 200% im letzten Jahr zu steigern. Aber unterm Strich hören nur 16% aller Spotify-Nutzer überhaupt Podcasts. Was tut man dann? Ja, man verändert das Design und macht Podcasts ein bisschen attraktiver. Und das hat Spotify jetzt auch getan. Und sie haben sich dabei sehr stark an Apple Podcasts orientiert. Denn das sieht schon relativ ähnlich aus. Aber gute Sache, wenn jetzt vielleicht ein paar Podcasts mehr entdeckt werden, da haben wir Eigeninteresse. Das will ich jetzt mal nicht leugnen. Nächstes Thema Facebook. Die testen intern eine mobile App, die mit Tabs arbeitet, sprich kleine Reiter. Und es gibt dann nicht mehr einen Feed, sondern es gibt drei Feeds. Einmal den relevanten, einmal recent und einmal seen. Das ist alles nichts Neues. Zum Beispiel konnte man schon am Desktop mit facebook.com/seen immer schon bereits angesehene Beiträge sich anschauen. Aber wenn Facebook sich entscheidet, genau diese Änderung vielleicht auch ganz normal rauszubringen und an uns alle zu verteilen mit dem nächsten Update, dann ist das eine sehr signifikante Änderung im Design und wie man Facebook vielleicht auch nutzt. Spannend auf jeden Fall und ich hätte da wirklich Lust drauf. SpaceX, die haben jetzt einen neuen Partner, und zwar Space Adventures. Und das ist ein Partner, der helfen soll, den Weltraumtourismus anzukurbeln. Space Adventures hat bereits mit Russland zusammengearbeitet und Privatmenschen dort ins All gebracht. Und jetzt sind sie eben der Partner von SpaceX und sorgen dafür, dass eventuell bald auch Menschen, also Privatmenschen, mit SpaceX und der Dragon-Rakete ins All geschickt werden, die gerade noch zusammen von SpaceX und der NASA zertifiziert wird, damit es ein Commercial Crew Programm gibt bzw. genutzt werden kann, was Grundlage ist, damit dann entsprechend das auch passieren kann. Ja, auch spannendes Thema. Ich glaube, da kommt auch noch in den nächsten Jahren was auf uns zu. Eventuell dauert es aber auch noch 10 Jahre gefühlt für mich, bis wir wirklich Weltraumtourismus haben im größeren Stil. Wir hatten ja Anfang der Woche von Vodafone berichtet. Die haben ja Unity Media gekauft und haben jetzt angefangen, die Marke einzustellen. Und gestern hat dann bereits NetCologne, das ist ein kleiner Anbieter aus Köln, dagegen geklagt. Und jetzt haben sich auch noch andere Unternehmen angeschlossen. Das ist dann Tele Columbus. Aber auch die Deutsche Telekom, die jetzt eine Klage eingereicht haben bei der Europäischen Union, denn sie denken, dass Vodafone hier durch die Übernahme Vorteile hat, die den Wettbewerb verzerren könnten. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Also gerade, dass die Telekom sich jetzt da einmischt, die ja ähnlich groß und mächtig sind wie Vodafone, ist schon ein bisschen komisch. Also schauen wir mal. Letztes Thema für heute, Microsoft Office. Und zwar Microsoft Office für Android. Ja, eigentlich ist Microsoft Office gerade auf der mobilen Plattform nicht eine App, sondern ganz viele, Word, Excel, PowerPoint beispielsweise. Ja, aber nicht mehr auf Android, denn dort gibt es jetzt wirklich ein Microsoft Office, was entsprechend Word, Excel, PowerPoint enthält, aber auch die Möglichkeit bietet, PDFs per Finger zu unterschreiben, hat auch eine Sticky Notes Feature und die Office Lens dabei. Man kann damit also auch QR-Codes scannen und hat eine kleine runde Sache und braucht dafür nicht diverse Apps installiert haben. Ich bin gespannt, ob das auch auf iOS kommt. Könnte auf jeden Fall für den einen oder anderen ja ganz hilfreich sein. Und das war's auch schon für heute. Ja, wie sagt man so schön, bergfest. Also kommt gut in den Mittwoch, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.